der Globus glüht und wir müssen daher sofort und massiv gegensteuern. Den Transport ausfallen zu lassen wäre aber auch keine Option, dann fehlte es an Kartoffelchips und Bier. Also muss er entsprechend emissionsreduziert erfolgen. Und die Lösung dafür heißt Trailer Dynamics. Rein elektrische Trucks sind wegen ihrer geringen Reichweite reduziert auf den Regionalverkehr und die City-Distribution. Es gilt aber auch und gerade im Fernverkehr, den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Und dazu braucht es elektrisch unterstützende hybride Antriebe. Dazu braucht es den eTrailer von Trailer Dynamics und Krone. Eine Achse, die deutlich mehr kann als die ersten Gehversuche des Wettbewerbs, mit einem Mehrlenkerkonzept für Spurtreue und Fahrkomfort und einer Antriebsleistung von bis zu 580 kW. Nur mal so zur Einordnung, ein Volvo FH16 oder ein Scania V8 mit 770 PS respektive 566 kW liegen da noch drunter. Und diese Achse ist, wen wundert's, eine Gemeinschaftsentwicklung von Trailer Dynamics und den Achsspezialisten der Krone-Tochter Gigant in Dinkler. Wirklich bahnbrechend ist aber die kluge Steuerung der E-Achse über den zweifach, also redundant sensierten Königszapfen. Die Sensorik erkennt, ob der Zug in der Ebene rollt und daher nur sehr wenig Unterstützung von hinten braucht oder ob es wie zum Beispiel in den Kasseler Bergen deutlich mehr Dampf erfordert. Und Näheres dazu erfahrt ihr in unserem zweiten Teil zu Trailer Dynamics, natürlich wie gewohnt bei KRONE TV.